Diesen Einbruch hat er gescheiter hören. Vorletzte Nacht steigt der 32-jährige Kosovar über das Kellerfenster bei mir paarlos in Trimbach ein. Wo sie plötzlich Lärm hören, gehen sie runter in ihren Blumenladen. Dort kommt es auf den Stegen zum Showdown. So haben wir es hier gehabt. So haben wir ihn runtergedrückt. Also sie hat ihn runtergedrückt und ich habe ihn dann hinten von der Stegen her haben die Beine weggezogen. Und dann habe ich dann noch eine, hat sie mir dann mit einer Hand von ihr hat sie mir dann das Telefon in die Hände rein. Die alarmierten Polizisten haben ihren Augen nicht getraut. Ja, als sie aufgekommen sind, hat die Frau quasi noch immer noch ein bisschen im Würgegriff drin gehabt. Dann haben sie noch gesagt, ja, Frau Los, jetzt dürfen wir loslassen. Das war alles. Es ist schon der fünfte Einbruch in den letzten 20 Jahren im Blumenladen von Romy Losli. Ein Laptop, ein Portemonnaie und sogar Eier aus dem Kühlschrank hat der Einbrecher schon eingesteckt gehabt. Ganz spurlos ist die vorletzte Nacht der 60-Jährigen nicht vorbeigegangen. Ja, ein bisschen Finger und die Achseln, Schultern, tut mir einfach ein bisschen alles ein bisschen weh. Ich habe schon mehrere Sachen miterlebt, dass er, muss man halt Kraft zeigen und durchgreifen. Mir denkt es, ja, es ist so. Nach dem Blickbericht über die Heldentat kann sich das Trimbacher Ehepaar kaum noch vor Gratulationen für ihren mutigen Einsatz retten. Ich habe natürlich schon Reaktionen bekommen von allen Seiten her. Und also nur positiv. Also ich kann sagen, nur positiv. Das war also gut gewesen, ja. Und jetzt sollte der Hingerstuhl letzten Langfinger wissen, bei Loslis gibt es nichts zu holen, höchstens eine Abreibung.